So, da ist er wieder. Zurück aus der kleinen Pause und es geht weiter mit Farming Simulator 22 und unserer kleinen Farm am Hafen in der Nordfriesischen Marsch. Und ja, für euch alle erstmal, die dazugekommen sind, ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für die Geduld. Und ja, natürlich müssen wir jetzt schauen, dass wir hier nicht so ganz Autodrive-mäßig funktionierendes Konstrukt fertig kriegen. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich diese da irgendwie abfahre. Da das ja anscheinend so nicht funktioniert, auch mit diesem Hänger nicht. Gibt es ja nur eine Möglichkeit. Nehmen gleich wieder den anderen Anhänger. Das ist einfach komfortabler als mit dem Nebenherfahren. So, das hier. So. Moment. Ich glaube, wenn die Bahn gleich durch ist und der hier voll, dann werde ich auf den anderen Hänger wieder umschwenken. Und den hier stelle ich mir so als kleines Mahnmal auf den Hof. Von wegen. Aber dann weiß ich zumindest, dass ich bei Zuckerrohr jetzt ja, zumindest mit anfassen muss, ne? Jetzt? Achso, ist voll. Will er nicht? Hier wahrscheinlich zu weit weg. Oder ist die Abladeseite auf der anderen Seite? Nö, müsste rechts sein, oder? Ja, noch von Hand machen. Ernst? Ach doch, ist drin gut. So, dann mal weg damit.
Irgendwie liegt er mir nicht. So, wo stelle ich den Quatsch jetzt hin? Gute Frage. Könnte ihn einfach vor den anderen stellen, den ich nicht benutze. So, guck mal. Geht doch. Gut ist einfach, dass die Ladefläche ein bisschen länger ist. Dadurch habe ich natürlich wesentlich bessere. Oder ich sag mal, dadurch muss ich nicht so exakt nebenher fahren. PKW sind alle eingefroren. So, dann wollen wir mal. Kann ich eigentlich auch links daneben herfahren? Wäre noch viel besser. Jawohl. Dann sehe ich wegen, wo ich hinfahre. Man sieht den Abstand besser.
kann ich natürlich nicht so schön viel nebenher machen. Bin hier, hallo. Also. So, auch voll. So, wie lange sind wir jetzt hier dran an dem Feld? Schon ein bisschen länger, ne? Ja, gut, da war natürlich auch eine Menge Versuche bei, eine Menge Downtime. Aber ich denke mal, so wird es jetzt auch relativ schnell erledigt sein. So schnell, wie es bei Zuckerrohr eben geht. Andere Seite.
Ah, jetzt wird er wach. Ich noch was aus. Ne, macht er nicht. Schade. Ich dachte, der fährt einfach weiter nebenher. Hätte ich nämlich abseits der Wendemanöver noch mal woanders schauen können. Wir werden also niemals ein größeres Feld als dieses mit Zuckerrohr voll machen. Entschuldigung. Ja, reingefahren. Also lieber nicht. Na gut.
warum man diese Maschinen nicht wie jetzt zum Beispiel auch einen Mähdrescher mit einem etwas größeren Tank ausgestattet hat, ich meine Erkenntnis. Blink, 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 wird blockiert, wird blockiert. Was ist hier los? Oh. Ja. Könnte man so bezeichnen. Jetzt einen Blick auf die Map werfe, wo ich bin. Was ist denn für ein Kurs drin? Ich hab da noch eine Idee. Eine hätte ich noch. Diesen Kurs jetzt mal speichern. Mal so benenne. Dem verpasse ich jetzt mal denselben Kurs. Warte. KR32.
Das interessiert ihn mal überhaupt nicht. Kommt aber ordentlich was runter, ne? Und eine Erntemaschine. Auch diese Erntemaschine hat so ein, ich sag jetzt mal ganz einfach doof, so ein Hänger dahinter, ne? Aber dahinterhin konnte ich nichts.
Ja, große Frage. So wirklich andere Maschinen nicht zu geben. Na, der hat halt auch mal dahinter schaut. Der hat hinten ja auch hier so eine Pseudo-Anhängerkupplung. Anhängerkupplung stand. So, Zugmaul hinten, so, das habe ich bei mir dran. Und trotzdem kann ich diesen Hänger nicht dahinter hängen. Da ist ein Zugmaul hinter. Oh. Moment mal. Nein. Stelle mal hier auf die Freifläche. So für den Fall, dass ich nämlich dann nicht abkoppeln kann, brauche ich dann das nicht ankoppeln kann, brauche ich dann nicht nochmal hinterherfahren. Einmal den Helfer rausschmeißen. Zug mal hinten, kannst nichts dranhängen. Also, das ist ja, bringt nichts, ne?
noch andere Anhänger? Baumwolltechnik. Moment. Ich brauche Zuckerrohr. Ne? Kann sein, dass ich einfach einen Anhänger brauche dafür. Er könnte theoretisch auch alles. Das ist Auflieger. Ja. Das jetzt noch mit einem anderen Anhänger oder nicht? Im kleineren. Der dahinter passt. Bringt mir aber auch nicht viel, dann muss ich den ständig wegbringen, ne? Also da ist schon mal nichts bei. Man fragt sich doch zu Recht, ne, wieso es den mit einem Zugmaul gibt. Wenn ich doch hier nichts hinterpacken kann. Hat, wenn man mal ganz genau hinguckt, auch ein Zugmaul hin. Und eine sagenhafte Breite von 1 Meter. Ja, das war wohl nix. Nucklige Idee, das war es aber auch schon. Was will denn? Kriegen wir es auf die Kette?
Oh, der ist voll. Ah. So, der nächste. Tja, eine gute Idee zu haben, wie man Zuckerrohr automatisch abfährt, das wäre natürlich was. Leider funktioniert das immer nur eine Gerade und das war's. Ja, der heizt doch mal so nebenher. Das kann ja noch was werden. Wie viel haben wir denn schon? Oha. Da ist aber noch eine Menge Feld.
Also 3 bis 5 Bahnen müssen wir noch fahren, auf jeden Fall. Jetzt geht das einmal hart rum hier. Ist schon wieder voll. So. In dem Hammer hier. Dann springen wir gleich noch mal ein bisschen auf die Mähdrescher. Ich verschwinde noch mal im Hintergrund, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal hier, gucken mal da. Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Das wird eigentlich gleich unterbrochen werden. Ich gleich einmal kurz das Spiel beenden. Aber nicht den Stream natürlich. Ich wollte mal schauen, ob es in den Mods vielleicht noch andere Maschinen gibt für Zuckerrübentechnik. Wo es dann halt doch klappt mit der Automation. So, dann würde ich sagen, bis gleich nach einer kurzen Pause.